Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend zu diesem Replay von World of Tanks. Und zwar mit dem IS-6. Und das ist nicht irgendein Replay, sondern nein, es handelt sich heute dabei um das Replay of the Week. Gespielt von Mick1980. Vielen Dank an dieser Stelle. Man sieht schon, okay, er hat Glück, er ist Top-Tier. Gegner hat sehr viele mittlere Panzer, was natürlich den schwachen Durchschlag der Kanone ganz klar begünstigt, aber wenn ich so mir, ich kenne ja die Runden vorher nicht, aber wenn ich mir so die Basiswerte hier ansehe, was dann da so passiert, ich glaube, dann werden wir gleich sehen, warum das Replay of the Week wird. Auf jeden Fall sehr kurios, die Aufteilung der Gegner hat fast nur mittlere Panzer, drei schwere, drei Artis, das war's, keinen einzigen TD und ansonsten, wenn man es mal überschlägt, sind es einfach 9 mittlere Panzer. Seine Seite wiederum, schwere Panzer, ein paar Stück TDs, dafür deutlich mehr. 5 Stück sogar alleine nur die TDs. Dafür wiederum nur einen mittleren Panzer. Also ganz kurios. Mal erfrischend zu sehen, einer der Spieler, der nicht gleich zu den Schienen rüberfährt, sondern ganz im Gegenteil, erstmal hier da ein bisschen was klar macht. Und eine Sache sollte man vielleicht noch anmerken, am Ende der Runde hat er 11 Medaillen gesammelt. Ja, das ist ein Pfund. So, bisher hat er 2 Schüsse geschossen und noch keinen davon ins Ziel gebracht, also bisher schreit's noch nicht nach Replay of the Week. So, jetzt müsste er noch ein bisschen zurück. Nee. Der FCM tut ihm da hier keinen Gefallen. Der AT-15 schießt mal gegens Haus und den dritten Schuss in Folge verballert. Ja, da man sieht, dass einen die Russenkanonen ab und an gut trollen können. Der FCM wird sich wahrscheinlich denken, ich bin unbesiegbar, der trifft mich ja eh nie. So, und jetzt fährt er tatsächlich weg und jetzt vielleicht durch, ja, die Mauer schießen, genau so. Und lustig, bei dem Schuss, wo er ihn nicht sieht, wo er noch durch die Mauer schießt und dann sogar noch eben einen Malus bekommt für diese Mauer, da klappt dann der Schaden. So, da drüben kommt noch ein WZ-111. Da wollte er sich wohl kurz umorientieren, lässt es aber jetzt doch sein, weil er sieht, da ist vielleicht einiges an Leuten, aber IS-6 und WZ-111, die sollten schon gestoppt werden. Sind auch Zugpartner, beziehungsweise Clanmates. Und da kommt auch noch ein Chito. Der FCM müsste auch noch rechts von ihm irgendwo stehen. Es steht 1 zu 5. Aber der WZ-111, der ist weg. Da ist der FCM. Wusste ich doch, dass der gleich wieder erscheinen müsste. Deswegen nimmt er jetzt nicht den direkten Weg, sondern fährt er etwas länger. Der IS-6 kann sich derweil hier drüben austoben. Aber der AT-15, der ist auch noch gut im Saft. 4 zu 7, derzeitiger Stand. Und da ist der FCM. Jetzt ist er offen. FCM weiß also jetzt natürlich, woher er kommt. Aber achtet nicht auf ihn. Interessant. Mit dem IS-6 kann ich das Kuscheln sehr stark ans Herz legen. Ja. FCM, selbst wenn er da jetzt ranfährt, er hat einfach keine Panzerung. Was will er denn machen? So, und jetzt will er ihn umfahren. Das könnte etwas besser klappen, aber nee, auch nicht bis zu Ende gedacht. Da hat sich der FCM jetzt nicht gut verkauft. Aber mittlerweile, man sieht, die Zeit ist deutlich vorangeschritten. 5 zu 10 und von den 5 Leuten in seinem Team sind 3 noch die Artis. Also, das ist unangenehm. Da hat er jetzt ordentlich was zu tun. Der erste Arti ist schon weg. Der AT-15 auch weg. Und ich glaube, jetzt kommt dann so langsam der Moment, warum es sich rauskristallisiert. Warum sich das hier als Replay of the Week am Ende erweisen wird. So, jetzt ist er offen. Muss er gerade noch nachladen. Hoffentlich One-Shot. Ne, schade. Das wäre natürlich auch ein sehr großer High-Roll gewesen.
Aber ab und an kann sowas ja dann doch mal klappen. So nachgeladen. Die Artis hinten haben sogar noch ein ST1 wegbekommen. Jetzt bekommt er hier vom Chiri die Abpraller. Und jetzt ist er allein gegen 7. Ne, allein gegen 6 sind es, oder? Ne, sind 7. So. Da jetzt Nummer 1 zerstört. Es wird hier weiterhin gekappt. Er kann nicht mehr reparieren. So, 10 Sekunden sind es zum jetzigen Zeitpunkt. So, es wurde der Cap unterbrochen und man... Es ist immer häufig der Fall, dieses Thema im Gegnerchat, kann ich euch schwören, hieß es jetzt no cap, kill all und dass das häufig, oder es ist häufig, aber dass das ab und an einfach mal komplett schief gehen kann. Das werden wir jetzt gleich sehen. So, jetzt bekommt er wieder vom Chiri. Diesmal trifft aber besser, macht mehr Schaden. Jetzt kommt da der T34-3 auch noch daher. Hat 5 Kills, der will seinen Krieger auch mal endlich haben. Schießt hier mit Premium. So. Chiri prallt ab. Und jetzt macht er in der Zwischenzeit mal den T34-3 weg. 6 Kills. Jetzt kommen schon die ersten Anfeuerungssprüche. You can do it, ESX. Oh my fucking God, please win this, ESX. Also. Und wenn, was if you're going to win this? Man weiß noch nicht, was er jetzt sagen will. Aber es ist übrigens schon wieder der Cap unterbrochen worden. Schon wieder. So, da ist die erste. Die Art, die wollte auch mitspielen. Und wenn du das gewinnen solltest, bist du der beste ESX-Fahrer, den ich jemals gesehen habe, wird hier schon geschrieben. Die nächste Art, die er einschlägt. Das Lustige ist, er braucht ja gar nicht auf den Gegner-Cap gehen, weil es wird ja eh bei ihm die ganze Zeit rausgefahren. Jetzt schon wieder. Also, was der T34-100 da macht, kann ich nicht nachvollziehen. Entweder man cappt. Oder man hilft seinem Team und jetzt kommt er. Und natürlich muss man ganz klar sagen, hat das Gegnerteam hier essentiell geholfen, seinen 8. Kill jetzt mittlerweile zu bekommen. Radley Walters, meine Damen und Herren, Radley Walters. So. Die AT kettet ihn zwar, macht aber keinen Schaden dabei. Also. Es gibt einfach so Runden. Die sollen so laufen, wie sie laufen sollen. Auto-M. Chiri 440 Schaden. Auch noch ein schöner Roll. So. Arti, diesmal macht er Schaden. Chiri kommt auch zweimal durch. Weil er jetzt einfach so schräg steht. Jetzt ist das Munitionslager auch noch im Arsch. Heidewitzka. Und der nächste, 383, ist noch ein Pfund. Also das ist nicht mit einem Schuss passiert. Zumindest muss es nicht der Fall sein. Na, man hat gesehen, da hat die Arti jetzt mit dem Schaden und den Ketten gute Arbeit geleistet, weil die hat ihn schönen Schaden gemacht, ihn gekettet und durch diesen Winkel konnte der Chiri dann sehr gut wirken und jetzt ist er ein One-Shot plötzlich nur noch. Da tatsächlich 366, jetzt hat er noch 17. Eigentlich müsste der Chiri aber sowas von jetzt nachfahren. Aber er bleibt da immer noch viel zu statisch und passiv. Und jetzt überlegt er sich, nicht nochmal von der gleichen Seite zu kommen, sondern da jetzt den längeren Weg. Und zerstört ist er. 9 Kills hat er gemacht.
Arti hält nochmal rein, aber trifft nicht. Wir skippen jetzt mal ein bisschen. Weil er fährt jetzt hier erstmal eine Zeit lang. Ich weiß ja in etwa, wann das Replay aufhört, deswegen weiß ich auch schon, was passiert. Er sucht jetzt hier die Arti. Findet sie aber nicht. Und achtet jetzt mal ein bisschen auf die Uhr. Es sind jetzt nur noch 2 Minuten 50 zu spielen. Und dementsprechend, weil das der Fall ist, fängt er jetzt das Cap an. Und das ist auch genau richtig. Weil die Arti hier die ganze Zeit zu suchen, bringt einen irgendwann nicht mehr vorwärts. Sondern man muss auch mal irgendwann sagen, okay, der 10. Kill wäre schön, aber in dem Fall 5920 Schaden Radley Walters geholt und hier den Sieg für das Team mit 1 gegen 7. Wow! Noch nach Hause zu bringen, das muss man erstmal machen. Immer im Chat, be nice, Arti. Also natürlich, wie gesagt, ein bisschen geskippt, weil ich schon wusste, dass er da die Arti suchen wird und dementsprechend konnte man das da abwarten. So, jetzt hat er sich umgestellt, weil die Arti hat er da auch das Haus geschossen, also kann er sich denken, vielleicht schießt er da nochmal hin und bevor das der Fall ist, fahre ich lieber einfach ein Stück weiter und tatsächlich nochmal Richtung Haus. Noch 30 Sekunden. Die Arti schreibt low, aber der einzige, der hier low ist, ist wohl die Arti. Statt dass die Arti da mal kommt, nein, hält hier nur blind irgendwo rein. Aber da sieht man mal ein schlechter Verlierer, die Arti. Und ich glaube und denke, zu Recht war das Replay of the Week. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es sehr geil, gerade weil ich den IS6 sehr mag und es war sehr viel dabei und 11 Medaillen zeigen am Ende, hat er was richtig gemacht. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, dann lasst einen Daumen da oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.